Cockpitbilder von Manuel Reuter aus dem zweiten MS Mercedes. Reuter ist der Teamkollege von Asch, fährt aber noch das Modell 2,3 Liter, also noch nicht die Evolution von Mercedes. Er hat im Visier ganz offensichtlich Oberndorfer. Markus Österreich. Markus Österreich. Es ist wirklich erstaunlich, wie der Opel Kadett GSI dem Mercedes auf der Geraden wegfährt. Vor Österreich erkennt man Dani Snobeck. Ja, der hält sich schon sehr lange vor Manuel Reuter, der Markus Österreich. Normalerweise hoffen die Opel-Fahrer auf Regen, da kommt der Vorderradantrieb etwas besser zur Geltung, der hier auf trockene Strecke als Nachteil gilt. Aber Opel hat, glaube ich, gute Arbeit geleistet. Wird immer besser von Rennen zu Rennen. Oh ja, und das Auto mit der geringsten PS-Zahl, man liegt bei 265, 270. Hat allerdings natürlich einen Gewichtsvorteil bekommen. Das Auto darf deutlich unter 1000 Kilogramm wiegen. Und so findet man hier schon die Theorie bestätigt, dass es eine Chancengleichheit geben kann unter all den Marken.